so vorbei und dann kommt der Hecht aus dem Kraut unterm Kajak vierer und schnappt sich den Hund einfach weg. Sau geil, Alter. So Leute, hallo, grüß euch, willkommen von der schönen Enz. Wir sind heute im Kajak unterwegs und zwar das erste Mal sind ich und der Andi heute im Kajak unterwegs. Der Andi ist ein bisschen flussabwärts, ich habe gesagt, ich fange ein bisschen flussaufwärts an. Es ist jetzt 4:30 umeinander und wir werden jetzt noch fischen bis zum bitteren Ende. Ich sage jetzt einmal Neini umeinander. Jetzt fischen wir gerade am Hecht, wir schauen sich gerade die Krautkanten da ein bisschen an. Und der Andi fischt ein bisschen ein Jerkbait, ich fische ein bisschen ein Spinnerbait. Coole Geschichte, da komme ich ein bisschen durchs Kraut auch mit dem drum. Und ich bin mega motiviert. Ja, ich melde mich später, ob ein bisschen was gegangen ist oder auch nicht. Es ist irrsinnig heiß, schwitzen tue ich hier, unverstellbar. Aber das gehört dazu. Im Sommer kennst du das eh, wie das ist. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, was mich interessieren darf. Habt ihr schon Erfahrungen gemacht mit Spinnerbait und Chatterbait? Ich möchte das ja ein bisschen mehr probieren. Ich bin irrsinnig heiß, man sieht es immer in die Videos von Holland hin und her. Chatterbait, Spinnerbait fischen. Absolut geile Geschichte. Ich habe so nicht so viel da, ehrlich gesagt. Aber ich möchte mehr da. Schreibt es in die Kommentare, habt ihr schon gute Erfahrungen damit gemacht? Oder habt ihr sogar schon einen PB damit gefangen? Das würde mich interessieren. Und ich höre euch gar nicht mehr lange auf. Wir gehen jetzt fischen. Wir sehen uns später. Fisch im Drill. Oh, was ist das? Oh, geil. Schönes Eil. Yes. Yes, erster Fisch. Geil. Geil. Ah, es macht so Spaß mit kleinen Wobblerfischen, ich sag's euch, wie es ist. Das ist so geil. Das ist so geil. Jetzt werden wir das einmal verarzten. Ah, kein ganz schlechter Fisch. Richtig geil. Komm wieder zurück. Yes. Geil. Freut mich. Hey.
Schaut euch einmal das an, Leute, wie geil das ist. Kommt daneben ein Bacherl runter. Richtig ein geiles Platzerl. Wenn derjenige, der das Video sieht, das Platzerl kennt oder weiß, wem das Platzerl gehört, oder der Besitzer sogar selber das Video sieht, bitte lad mir mal vorbei ein. Ich zieh den Spinner so vorbei und dann kommt der Hecht aus dem Kraut unterm Kajakführer und schnappt sich den Hund einfach weg. Sau geil, Alter. Sau geil. Er passt nicht so schlecht. Geil. Endlich hast du auch wieder umgekriegt am Hecht. Geil. Geil. Ja, geil. Hat es nicht mehr geklappt heute? Hat es nicht mehr geklappt heute mit dem Hecht? Zeig euch einen geschwind. Kein ganz schlechter. Schöner Fisch. Da haben wir einen. 75er, 70er, 75er, 73. So wie. Wir messen jetzt gar nicht. Geiler Biss unterm Jagdspinnerbeet. Geile Geschichte, kommt gleich wieder retour. Richtig guter Biss. Geil? Bitte. Bitte, danke. Ist er noch gekommen, der Hund, ne? Geil, Mann, das war jetzt ein geiler Biss. Biss, du deppert. Und genau wie er ist. Der Hund ist einfach unterm Jagdtiere geschossen, aus dem Kraut. Danke, Dustin. Richtig geil. Boah, voll endlich gesammelt, leiwand. Richtig geil. Also da hat es auch gekocht vor Fisch. Mhm. Eigentlich eine coole Sache. So gesehen. Wenn du den Stau hast. Coole Sache. Wenn du da mal verhinst, dann stehen sicher die Hechtenhübel. Glaubst du? Naja, was soll ich denn hin? Ich bin mir nicht sicher, weil es gar so flach ist und wie ich dort war, war es einfach auch extrem dreckig. Extrem dreckig. Mhm. Du hast nur die schwarzen Bugeln von den Karten gesehen. Du hast nur die schwarzen Bugeln gesehen und halt, wie er halt die Schnauze. Aber jetzt ist sie auch sauber.